Direkt er hier? Hey, ich suche jemanden, der meinen Gleiter umrüsten kann. Probleme mit dem Wind. Ist es so offensichtlich? Selo Ruwak ist die beste Mechanikerin diesseits der Handelsroute. Aber sie mag keine Fremden. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Sie macht sich in letzter Zeit rar. Vielleicht haben ihre Freundin Kadua sie gesehen. Kadua? Ja, das ist, gleich außerhalb von Mirogana. Es ist ein Windfischerdorf. Genau, Windfischer. Natürlich. Windfischerdorf. Dann starten wir dem Dorf doch mal einen Besuch ab. Ich könnte jetzt diese Einspritzventile gebrauchen. Bring sie her und dann sollten wir losfliegen können. Ha, na endlich. Ich bin gleich da. Ein schnellerer Gleiter. Das wird sowas von schief gehen, oder? Oh, doch nicht. Wer fällt ein? Müssen wir da hoch? Also der Gleiter muss auf jeden Fall schneller werden. Das ist gerade noch nicht. Eieieiei. Das ist eine Klippe, oder? Das ist nicht gut, wenn wir hier runterspringen würden. Eigentum. Wie kann ich da Nein sagen? Müssen wir hier vorher anhalten? Hoffentlich ist diese Mechanikerin hier irgendwo. Oh, Windfischen. Das muss Kadur sein. Na dann, legen wir hier mal einen Pitstop ein. Müssen wir sie hier suchen? Oder haben wir sie auf dem Marker? Da vielleicht. Oh, so funktioniert das nicht. Dreh's doch mal um. Meinst du, das hätte ich nicht schon versucht? Na? Hey, das hier ist Kadur, oder? Kann sein. Was macht eine Außenweltlerin wie du hier? Ich suche nach Selo Ruwak. Warum? Fürs Imperium? Nein. Es heißt, sie kann meinen Gleiter aufmotzen. Sie ist weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Dass du sie immer noch deckst, nach allem, was sie getan hat. Dann sag ich's dir. Sie wohnt bei den Klippen, bei Yauntas Hoffnung. Alles klar. Yauntas Hoffnung. Wir werden hier von einem Ort zum anderen geschickt. Und er sitzt einfach schon wieder drauf. Bei den Klippen. Nicht am Baumstamm hängen bleiben. Ich bleib mal hier im Wasser. Falls wir hängen bleiben, fallen wir wenigstens weich. Imperiales Eigentum. Wie kann ich da Nein sagen? Ja, okay. Hier waren wir doch gerade, oder? Hier sind wir doch gerade vorbeigekommen. Wir drehen den Gleiter mal in Fluchtrichtung. Das sieht mir nach einer Gleiterwerkstatt aus. Hey du,
Bist du Selo? Mein Gleiter braucht ein bisschen mehr Schubkraft. Ich arbeite nicht mehr mit Außenweltlern. Aber du scheinst keine Wahl zu haben. Wie heißt du? Oh, tut mir leid. Kay. Kay Vess. Ich kann dir helfen, aber für den richtigen Kick brauche ich ein spezielles Bauteil. Einen atmosphärischen Beschleuniger. Die Imperialen haben einen in ihrem Windfänger. Tja, also ich könnte ihn für dich stehlen. Ach ja? Dann nimm die. Die schalten die Turbine aus, so kommst du rein. Schön. Klingt gut. Ich kümmere mich drum und komm dann wieder her. Ich schick dir die Koordinaten. Der Mechaniker. In das Piratenlager. Geröllwald. Bist du bereit? Wir werden auf jeden Fall hier Kilometergeld kriegen bei der Mission, habe ich so das Gefühl. Aber zum Glück ist alles nicht ganz so weit weg. Muss ich nach oben? Das ist beinahe schief gegangen. Hey, Selo, wie benutze ich diese Magnetstörer? Bring sie einfach am Verteiler bei der Turbine an. Ah, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Oh, und sie sind nicht geladen. Die halten vielleicht nicht lange. Das war's. Los geht's, Nix. Die halten vielleicht nicht lange. Das heißt, wir laufen rein, das Ding geht wieder los, oder? Was ein Wind. Da hinten haben wir noch eine. Ach, die haben nicht lang gehalten. Ich bin an der Turbine vorbei, aber der Rückweg ist versperrt. Das sollte kein Problem für dich sein. Ich meine, du bist ja ziemlich gut in sowas. Nein, also doch, bin ich. Ich dachte nur, dass atmosphärische Beschleuniger leichter zu beschaffen sind. Ich habe nur diesen einen gebaut. Er ist im Konverterraum an der Spitze des Windfängers. Hat das Imperium ihn gestohlen? Ich habe ihn gegen ein paar andere Teile eingetauscht. Ich wusste ja nicht, dass sie damit den Wind umleiten und unsere Farmer nichts mehr davon abbekommen. Tja, die gute Nachricht ist, dass sie nicht mehr lange was davon haben. Die gute Nachricht ist, dass wir bis jetzt noch keine Gegner hier drin haben. Die schlechte Nachricht ist, wir laufen uns hier wirklich in den Ast. ...200 Meter noch. Mega Röhre hier neben. Wie kommen wir da runter? Bestimmt nicht springen, oder? Hier irgendwo abseilen? Das ist doch viel zu hoch. Das überleben wir nie. Ja,
Das überleben wir nicht. Ich muss es probieren. Das war's. Los geht's, Nix. Oh nein, wir sind schon wieder hier. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwie links langlaufen können vielleicht. Da vielleicht durch die durch. Ach, die haben nicht lang gehalten. Ich bin an der Turbine vorbei, aber der Rückweg ist versperrt. Das sollte kein Problem für dich sein. Ich meine, du bist ja ziemlich gut in sowas. Nein, also doch, bin ich. Ich dachte nur, dass atmosphärische Beschleuniger... Okay. Ach, wo war ich? Nein, also doch, bin ich. Ich dachte nur, dass atmosphärische Beschleuniger leichter zu beschaffen sind. Ich habe nur diesen einen gebaut. Er ist im Konverterraum an der Spitze des Windfängers. Hat das Imperium ihn gestohlen? Ich habe ihn gegen ein paar andere Teile eingetauscht. Ich wusste ja nicht, dass sie damit den Wind umleiten und unsere Farmer nichts mehr davon abbekommen. Tja, die gute Nachricht ist, dass sie nicht mehr lange was davon haben. Hier geht's doch schon wieder gleich abwärts, oder? Da vorne. Da ist wieder die Röhre. Ich habe doch irgendwas übersehen. Was übersehe ich hier? Verschwinden wir hier. Okay, so geht's natürlich auch. Ich hätte hier gleich mit dem langfahren können. Okay, dann ist jetzt hier Endstation. Ach, ein paar mehr Magnetstörer wären nicht schlecht gewesen. Da haben wir eine Konsole. Komm, kannst du mal den Knopf drücken, Nix? Kleiner Schacht. Brav, Nixi. Und jetzt? Ach so, jetzt gehen wir wahrscheinlich hier durch den Schacht durch. Durch den Nix gegangen ist. Okay, hier auf keinen Fall runterfallen. Ich hab's mir fast gedacht. Oh, zum Glück ist hier so eine... Oh, so ein Vorsprung. Okay, das hat gereicht. Können wir hier irgendwas? Die Frage ist, oh, hier können wir klettern. Da kann ich auf keinen Fall klettern. Irgendwie anhalten? Oder pustet es uns hier irgendwie... Ah, das pustet uns vielleicht da drüben der...
Ich hoffe, das bewirkt das, was ich denke, was es bewirkt. Nein, bewirkt es nicht. Ich habe gedacht, es pustet uns vielleicht darüber. Also müssen wir es definitiv ausschalten. Wie kriegen wir das aus? Ah, da unten. Augen auf im Straßenverkehr. Jetzt kommen wir hier rüber. Das geht sehr tief runter. Und hier kommen wir hoch. Den können wir nicht ausschalten. Kann die nicht darüber? Doch. Wir müssen da runter. Okay, geschafft. Jetzt darüber. Muss ich hier auch irgendwas timen? Oder kann ich einfach rein? Ja, das tat weh. Halt. Behälter. Warum habe ich das Gefühl, dass du das Teil gar nicht brauchst, um meinen Gleiter aufzumotzen? Tja, Standardware hätte es auch getan. Aber dieser Beschleuniger hat deutlich mehr Wumms. Das werden wir ja sehen. Okay, überall Fallen. Und Kletterpartie. Nummer 2. Gehen die an? Die gehen an. Spring! Das war knapp. Ah. Die sind aus. Kann ich da hinten rumlaufen? Ah, okay, ich kann da oben dran. Und ich hoffe, das reicht aus. Ah, es reicht aus. Wo muss ich danach hin? Hier nach oben war... An das Gitter.
Das sollte wieder ausreichen, um komplett dran vorbeizulaufen. Und wir finden wieder viel Material. Da hoch oder hier rüber? Also gut, Nix. Da müssen wir wohl durch. Was? Wo müssen wir durch? Ach so. Okay, verstehe. Das müssen wir nochmal abwarten. Wenn die unteren kommen, dann müssen wir losspringen. Das ging gut. In der Mitte können wir uns kurz verweilen. Ich glaube, die schaffen wir nicht auf einmal. Hätten wir vielleicht doch geschafft. Was? Wieso bin ich da rausgefallen? Das ging ja gerade noch mal so gut. Oh, hätten wir das Ganze noch mal machen müssen. Kletterpartie. Sollte man doch bald da sein, oder? Das muss er sein. Dann nehmen wir den noch mit. Ein Alarm? Eventuell? Ich hab deinen Beschleuniger. Sieht aus, als würde hier ohne ihn gar nichts mehr funktionieren. Ich hab doch gesagt, das Ding hat Wumms. Und hey, jetzt wo der Wind wieder normal weht, hast du auch deinen Ausweg. Und Credits. Ich hoffe, der Ausweg geht schneller hier raus als rein. Hoch. Oh, und da wartet direkt unser Bike auf uns. Wer hat das da hingestellt? Aber Moment. Hier sind wir vorhin rein. Okay, und die Barriere ist wieder da. Okay, so ist es also. Bereit, Nix? Na dann. Absteigen nicht möglich. Okay, die Frage ist, wo lang? Hier lang? Felsen? Wir haben es geschafft und jetzt kriegen wir gleich einen abgegradeten Gleiter, was ich sehr gut finde. Imperiales Eigentum. Wie kann ich da Nein sagen? Kurzer Abstecher im Piratenlager? Mist, die haben uns gesehen. Natürlich haben sie uns gesehen. Die Blaster!
Den haben wir. Die lassen einfach nicht nach. Hier ist sie. What? Achtung, Eingreiftruppen. Ich will, dass der ganze Bereich durchsucht wird. Eliminieren Sie alle verbliebenen Piraten. Ja, ja. Ja, 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 ja. Die merken nicht mal, wenn ein Teil dieser Vorräte fehlt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Autsch. Dich nicht aus. Hier will jemand Ärger. Alles klar. Bringen Sie die Verdächtige zum Verhör. Haltet die Position. Keine Gefangenen. Vernichtet sie. Hier kommt keiner davor. Haltet sie auf. In Verteidigung. Oh, was macht der da? Hier drüben. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Zielperson in Sicht. Oh Mann, damit habe ich nicht gerechnet, dass da so viele kommen. Vor allem, die kamen genau hinter uns. Wir hätten vielleicht eine Granate werfen sollen. Na gut. Festhalten. Dann gehen wir da hoch. Piratenlager machen wir mal anders. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass da relativ viele Sturmtruppen kommen. Wir sind wieder da. Was habe ich dir gesagt, hä? Ganz einfach. Ich hätte das Teil nie bauen sollen. Immerhin dient es ab jetzt einer guten Sache. Gut ist etwas übertrieben. Also, ich mag dich deutlich lieber als das Imperium. Wo ist dein Gleiter? Ich muss nur noch den Repulsor anschließen und das war's schon. Jetzt kann man auch locker zu zweit drauf fahren. Oh, wirklich? Ich meinte deinen kleinen Freund hier. Ach, ja, ich auch. Genau den habe ich gemeint. Danke. Ich muss los. Wir sehen uns, Kay. Okay, Kompressor für Rauchbomben. Gut, wenn... Achso, Kernste. Und was haben wir hier? Tasche. Hier haben wir relativ viel noch. Was machen wir denn jetzt? Oh, jetzt haben wir hier. Wir haben sie freigeschaltet. Temposchub. Verbessert den Gleiter mit einem Turbo. Führe einen 60 Meter langen Sprung durch, ohne abgeworfen zu werden. Finde Behälter. Finde verschiedene Möglichkeiten, nichts glücklich zu machen. Streicheln vielleicht? Okay, hier müssen wir Sachen suchen wieder. Okay, ich denke, das kommt automatisch im Spiel.
Mechaniker-Quest abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt brauchen wir eine neue Quest. Und die neue Quest ist dann welche? Die falsche Flagge ist die Hauptquest. Okay. Schiff reparieren. Abgelehnt. Was? Ach so, vielleicht weil wir da nicht mehr das Ansehen dafür haben. Die Hackerin, ich glaube, wir sollten das hier machen. Unterweltgerüchte. Da können wir unsere Hackerfähigkeiten vielleicht noch aufbessern. Das, wenn wir das früh haben, kriegen wir hier vielleicht... Was? Ah, Temposchub. Und damit können wir vielleicht sogar direkt den 60-Meter-Sprung machen. Okay, wir gehen aber erstmal zurück in die Spielhölle. Ich meine, apropos 60-Meter-Sprung. Können wir von hier oben springen? Autsch. Das waren 33 Meter. Bist du bereit? Unser Gleiter ist fast im Arsch. Ah, wir hätten nicht aufdotzen dürfen. Ich muss wieder da hoch irgendwie. Nicht so ein weiter Sprung sein, wenn das jetzt hier schon 30 Meter waren. Kann ich hier über die Felsen springen? Reicht nicht. Wenn wir das nächste Mal an der Schanze vorbeikommen. Vielleicht hier oben? Ich würde gerne den Sprung schaffen. Ich bräuchte erstmal was, über das ich drüber springen kann. Meter? Okay, das, wir brauchen wirklich so eine Schanze. Andere Vermutung wäre, wenn wir jetzt einfach hier runterjumpen. Oh. Wie war das? Oh, was machen die denn hier, die imperialen Truppen? Gehen wir erstmal in die Spielhölle zurück. Da müssen wir hin. Und da können wir aber hier Schnellreise nutzen.